Ansage. Na, hallo. Und sagt er. Ey, das ist so geil hier, Mann. Das musst du dir mal anschauen. Du denkst einfach, du bist mitten in der Karibik oder so. Schau dir mal das Wasser an. Weißer Sand, klares Wasser, geiles Wetter. Ich schwör's dir, wenn man sowas sieht, will man gar nicht mehr weg, ehrlich. Ich bin wieder in Konstanz. Nicht hier. Ich will bleiben. Für was? Kurz. Zack, zack. Oh, Alter. Ja. 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 Verdammt anstrengend. Sonne, ja. Sand. Der Mittag übrigens, ich weiß nicht, ob er es euch gesagt hat, der fährt jetzt aber zur Amateur-WM im MMA. Hoffentlich wünsche ich mir alles Gute, dass er da sich Gold holt. Ja, wäre auf jeden Fall geisteskrank. So heiß, ne? Meine Glatze schmilzt gerade, Mann. Boah, kaltes Wasser. Ne? So ein Eisbad wäre auch gut, ne? Jetzt boah, wäre das geil jetzt, ein Eisbad, ne? Ja, wir fahren jetzt zur Pressekonferenz. Schauen uns an, wie ein bisschen Trash-Talk gemacht wird. Brother, tomorrow I smash. Also man merkt auf jeden Fall zwischen Volkanovski und Makhachev ist ordentlich Stimmung, die haben richtig Bock drauf. Ich feiere Volkanovski sowieso, der Typ ist einfach einer meiner Lieblingsfighter überhaupt. Und bei Khamzat und Usman ist es noch ein bisschen so, beim Face-Off gab es ein bisschen so, aber nichts Wildes. Im Großen und Ganzen echt respektvoll, ich freue mich aber einfach nur auf die Kämpfe. Ja, man sieht jetzt hier ist nochmal wieder ein bisschen Atmosphäre, so Fan-Momente und so. Das ist auch geil, wenn man zum ersten Mal hier ist, man hört die Musik, man sieht hier verschiedene Etappen sind hier, Boxautomat und alles mögliche, was man machen kann. Man kann da beim Gewinnspiel was drehen und gewinnen. Und das ist ganz geil eigentlich, ja. Was ich sogar gesehen habe, du kannst dich sogar hinstellen, du wirst gefilmt. Und dann kriegst du eine Aufnahme, wie als ob du selber als UFC-Star durch die Halle läufst. Ah, geil, das ist auch cool. Der Kollege verfolgt mich überall hin, von Deutschland. Das ist der Javus, er hat auch einen YouTube-Kanal. Leute. Der heißt Fight Hunters, redet ein bisschen über Kampfsport und so, ist jetzt zum ersten Mal hier. Erstmal, ja. Wie findest du? Ey, richtig brutal. Killer-Erlebnis. Ich habe sowas noch nie erlebt. Deswegen brutal einfach, Mann. Ich bin ein bisschen sprachlos. Würdest du es jetzt jemand anderem weiterempfehlen? Natürlich. Ist auch voll günstig. Guck mal, alles ist kostenlos. Wir waren gestern Open Workouts kostenlos. Press Conference ist kostenlos. Die Tickets, wenn ihr da rankommt, ist auch jetzt nicht so teuer. Ich glaube 200, 300 Euro. Hotel ist teuer. Flug ist nicht teuer, also richtig geil. Am nächsten Tag. Hat Spaß? Warte, bleib mal so. Bleib mal so. Heute bin ich der Kameramann, Friend. So, wir sind jetzt wieder am Hotel angekommen von Abu und Ottmann. Wir werden jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, gemeinsam zu denen, zur UFC, hinter die Kulissen an die Waage gehen und uns mal anschauen, wie das Ganze läuft. Ja? Die Jungs müssen jetzt irgendwo hier auf uns warten. Schauen wir mal kurz rein. Are you good? Fine. Yes. How's your back? New again? Much better. Easy. Hey, erinnere mich schon an den Oberteil von dir. Das geht. Gut. Wo
der härteste Weightcut in meinem ganzen Leben. Ja. 56 Kämpfe heute. Größte Fehler meines Lebens. Ich früh mit Salz aufgehört. Bruder, ich hab gelitten wie noch nie in meinem ganzen Leben. Jetzt wieder 4 Liter, 4 Kilo hatte ich am Mantel. Normalerweise war 1, noch was ich immer hatte. So. Wie fühlst du dich jetzt? Oh. Gut. Okay. Und die Lebende wieder zurück. Ganze Truppe ist dabei. Aufregend, interessant. Hier komplett hinter den Kulissen mit den Leuten. Du hast dich ja irgendwie hier reingeschlossen. Hört man, der hat sich hier reingeklopft. Schlau, Bruder. Der hat die Zeit genutzt, wo die ganze Aufmerksamkeit auf die Riesengruppe slitzt, so zack, zack, wie eine Maus. So, ich wurde jetzt leider rausgeschmissen aus dem Bus und habe unterirdisch versucht, einen Weg rüber zu finden, weil es gibt irgendwie einen Weg, wie du unterirdisch von dem Hotel in die Arena kommst. Aber ich habe es nicht gefunden und ich muss mich ja beeilen, weil ich muss ja geilen Content für euch filmen. Ich werde jetzt den Standort schicken lassen und bin gleich bei den Jungs. Ja, wir haben uns kurz die Waage angeschaut. Abu hat auf jeden Fall Waage gut überstanden. Sah fit aus. Sein Gegner hat unfassbar lange Arme. Das heißt, morgen erstmal ab in den Nahkampf. Mal sehen, was uns noch erwartet jetzt. Was ist deine Prognose zum Kampf von der Seite? Also meine Prognose ist, dass wir es mit einem sehr hungrigen Individuellen zu tun haben, der jetzt wirklich alles geben wird, um diesen Kampf zu gewinnen. Sehr, sehr, sehr diszipliniert an das ganze Trainingscamp rangegangen. Meine Prognose ist, dass er mit einem Sieg nach Hause gehen wird. Abo, kurze Frage. Dass du ready für den Kampf bist, das wissen wir. Wie fühlt sich das nach diesem Face? Big Man Team. Das ist gut, gut Feeling. Warst du mit drin? Ja? War lange her, aber hat's gut getan. Ich war zum ersten Mal in diese so ein Face-Off-Stage. Gewinne. Ich habe viele Kämpfe mit denen gemacht, aber so ein offizielles Stage ist geil, weil ich ja auch letztes Mal in Corona gekämpft habe. Und haben wir nur in Apex gekämpft. Und in Hamburg war er es nicht und so auf so eine geile Card. Bro, das war aber crazy Face-Off. Das war geil. Das war meine Mega-Show. Hasbullah da, dies, das. Dana White mit Hunter, alle sind da. Das ist echt great. Ah, ist gut. Coach Said ist ja der Strength and Conditioning Coach von Abu und hat jetzt auch ein bisschen so den Weight Cut und alles überwacht. Ne? Ich habe ihn gerade abseits der Kamera gefragt, ob er ein bisschen Sorge hatte heute Morgen wegen dem Weight Cut. Hat alles nach Plan funktioniert, aber es war klar, weil er hat natürlich lange auch keinen Weight Cut mehr gemacht gehabt, hat eine längere Pause gehabt und man muss verschiedene Faktoren auch beachten. So. Einmal auch Alter, ja, man darf nicht vergessen, Abu ist
37 Jahre alt, ist kein 20-Jähriger, wo alles noch sehr schnell funktioniert. Und dementsprechend muss man da natürlich auf die Regeneration achten. Man muss auf seinen Körper hören. Man kann auch nicht einen Plan machen und sagen, du machst diesen Plan und den ziehst du jetzt durch, sondern das ist sehr, sehr individuell. Müssen die Jungs da durch? Das gehört leider zum Business dazu. Meines Erachtens, ich bin gar kein Fan von Weight Cuts, von so harten Weight Cuts. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass der Weight Cut vom Gewicht her war der gar nicht so viel. Es war eher der Punkt, dass er lange sowas halt auch nicht mehr gemacht hat. Aber er fühlt sich gut, das ist das Allerwichtigste. Wir haben ihn sehr gut aufgeladen und auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Kampf. Jetzt ist einfach nur noch genießen, auch für ihn selbst. Der soll das jetzt nur noch genießen. Die harte Arbeit ist jetzt, haben wir hinter uns und jetzt ist einfach nur noch Spaß. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute bei euch so negativ vorbelastet sind, was das Ganze angeht. Weil die Leute im Netz. Ich habe schon denen gehört, von diesen Leuten. Ich versuche eine Sache, Bruder, ich bin niemandem mehr schuldig. Wenn dir mein Charakter in dem Sinne, wie ich mit dir umgehe oder was weiß ich, gefällt, gut. Wenn nicht, Bruder, geh dein Weg, ich geh meinen Weg. Aber ich bleib mir treu, weil wenn die erste Fresse, die ich morgens im Spiegel sehe, bin ich. Ich will nicht da schauen, guck mal, was ist denn Heuchler. Nee, Bruder. So, Bruder, die Ehrlichkeit, einfach gerade sein, offen und ehrlich, Bruder. Punkt, entweder passt es in den Augen oder passt nicht. Kein Zickzack. Und diese Leute, die haben mir gesagt, ey, boah, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so geblieben seid. Ich hätte nie gedacht, dass das. Ich habe immer das gedacht. Scheiße, Bruder, juckt mich nicht. Hör was, bla bla bla. Wer wird am Ende des Tages, ich bin ein gläubiger Mensch, Alhamdulillah, am Ende des Tages weiß ich, wer hier nicht recht oder der richtige Leute. Yo, Friends. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig mit dem Abend heute. Eigentlich war jetzt noch geplant, dass wir zu Abu gehen, ein bisschen noch mit ihm unterhalten, wie das mit dem Weight Cut war und so, weil ich habe gehört, da gab es einige Schwierigkeiten beim Weight Cut und ich hätte echt gerne ein bisschen gehört, was er dazu zu sagen hatte. Er hat auch gesagt, ey, wärt ihr halt einfach gekommen und hätte beim Weight Cut filmen können, alles drumherum, aber weißt du, ich wollte ihn da nicht abfacken und so. Und jetzt wollten wir ihn auch nicht abfacken, weil er ist gerade ein bisschen am Ausruhen. Deswegen hoffentlich sehen wir ihn morgen nochmal, vielleicht vor dem Event oder spätestens hoffentlich, nachdem er dann gewonnen hat, sehen wir ihn dann nach dem Event und feiern seinen Sieg gemeinsam. Für uns heißt es auf jeden Fall jetzt zurück zu unserem Apartment, bisschen Videos schneiden, alles drumherum, ausruhen und dann geht es morgen wieder voll in die Action. Ich muss aber jetzt eine Sache sagen noch, ne? Und das sage ich jetzt hier wirklich aus tiefstem Herzen heraus. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Kommentare und Nachrichten und so zu den Azaitar-Brüdern gelesen online, ne? Alle möglichen Themen von wegen unsympathisch, arrogant oder was auch immer, ne? Ottmann und Abu haben mich von der ersten Sekunde an richtig korrekt behandelt und unsere ganzen, nicht nur mich jetzt, unsere ganze Truppe, mit denen wir hier sind, jeden Tag eingeladen hier in dieses Hotel. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie teuer dieses Hotel ist, wirklich. Mit uns auf ihre Zimmer eingeladen, dort uns alles spendiert, alles drumherum, haben gefragt, ob wir sogar da in den Zimmern schlafen möchten und alles Mögliche. Also, ich sag euch ehrlich, so Gastfreund. Gastfreundlich? Sehr herzlich, ja. So herzlich und so eine Gastfreundschaft habe ich bis jetzt noch nicht von irgendjemand anderem erlebt. Also ich kann nicht ein einziges Kommentar, was die Leute im Internet abgelassen haben, bis jetzt über die beiden bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich muss ehrlich sagen, absolut herzensgute Leute. Und das zeigt einfach mal wieder, die meisten Menschen im Internet, die sind so schnell, irgendwelche Vorurteile zu schließen. Ja? Die haben so ganz, ganz schnell irgendwelche Vorurteile und überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber ich will das Ganze jetzt nicht irgendwie ausschweifen. Es ist eine Freude, die Jungs kennengelernt zu haben und ich freue mich auf die nächsten Tage noch.